Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lars Grosterlin. Ich bin der Chef der Unfallchirurgie Orthopädie hier in Altona und darf heute und habe die große Ehre, Ihnen in diesem Webinar etwas zu erzählen zum Thema Speichenbruch und Hüftprobleme bzw. Hüftarthrose, Hüftprobleme oder es einfach zusammengefasst, das verflixte Kreuz mit dem Speichenbruch oder der Hüfte. Dann können wir loslegen. Besonderheiten der Knochenbrüche im Alter. Ich sprach es schon mal an. Die höhere Verletzungshäufigkeit liegt in erster Linie daran, dass halt einfach unsere Schutzmechanismen nicht mehr so gut funktionieren. Wir fallen häufiger, weil wir hinfälliger werden, weil wir nicht mehr so elastisch sind, weil wir nicht mehr so gute Muskulatur haben, die Schutzreflexe eingeschränkt sind. Und insgesamt einfach die Sturzneigung höher ist. Das kann ich auch sagen. Ich stolper jetzt ja mittlerweile mit meinen 50 Jahren auch schon häufiger als als 20-Jähriger. Und wenn ich stürze, dann tue ich mir auch häufiger mehr wie als noch damals vor geraumer Zeit. Das liegt bei den Älteren auch daran, dass dann noch die Gebrechlichkeiten ja, sagen wir mal, getriggert sind oder unterstützt werden durch diesen Hypertonus, den man hat. Sie wissen, diese kleine Pillendose, die Sie zu Hause haben. Da, wo diese allerlei Köstlichkeiten von Ihrem Kollegen, von dem Hausarzt, Allgemeinmediziner verschrieben worden sind für Ihre Herz-Kranz-Gefäße, vielleicht für den Diabetes, für die Durchblutungsstörung, für Ihr Rheuma, für alle möglichen Wehwehchen, die man hat. Aber auch gleichzeitig aus dem Bekanntenkreis kennen Sie sicher auch. Es gibt auch schon der eine oder andere, der ist im Pflegeheim schon gelandet, weil er zu Hause nicht mehr allein zurechtkommt. Und dann kommt es irgendwann eventuell auch mal zur Bettlägerigkeit. Das muss ja nicht jeden treffen, aber das ist ein häufiges Schicksal von uns Menschen. Und dann kann es dazu führen, dass die Behandlung einer dann auftretenden Verletzung auch nicht zwingend einfacher wird, weil die Begleiterkrankungen, die Hinfälligkeit sind häufiger die Ursachen für die Verletzung. Sie machen aber die Behandlung schwerer, denn wir müssen ja nicht nur den Knochen flicken und den Knochen schienen oder den Knochen heilen, sondern wir müssen vor allen Dingen auch die Gebrechlichkeit und die Hinfälligkeit versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu verbessern und das Grundleiden zu verbessern. Und dann gibt es auch für diese Patienten erhöhtes Narkoserisiko, denn wenn wir Narkose machen müssen, also wenn wir sie für die Operation so schmerzfrei und so schlafend lassen müssen, dass sie diese Operation am besten nicht miterleben, dann ist das im höheren Alter dann häufig auch schwierig, weil anschließend hat man dann gerne mal so einen gehörigen Hänger, sagen wir da gerne. Und man muss sich von dieser Operation nicht nur von der Chirurgie erholen, sondern auch von der Narkose. Behandlungsziel, wenn wir denn tatsächlich operieren müssen. Man muss nicht immer operieren, man kann das auch konservativ behandeln oder viele Knochenbrüche auch konservativ behandeln, ist natürlich die optimale Wiederherstellung der Funktion und dass sie schmerzfrei sind und dass sie frühestmöglich wieder auf die Beine kommen und nach Möglichkeit alles komplikationsarm oder komplikationslos verläuft. Aber die Realität ist so, dass die Hinfälligkeit, die uns dahin treibt, die dazu führt, dass wir uns eventuell eine Schenkelhalsfraktur zuziehen, dann im weiteren Verlauf häufig dazu führt, dass man nicht mehr zu Hause, wenn man dann von zu Hause kommt, zu Hause allein zurechtkommt, sondern dann in ein Pflegeheim kommen muss, und dass einfach die Pflegebedürftigkeit größer wird. Aber das ideale Ziel ist, in den gleichen Zustand oder nach Möglichkeit sogar in einen besseren Zustand als vor dem Sturz den Patienten zu bringen. Das sind aber die wahren Zahlen. Diese Patienten, das gelb unterstrichene, 150.000 Frakturen von diesen Schenkelhals- oder hüftnahen Frakturen, das heißt proximale Femurfrakturen, und die darunter, diese 200.000 pro Jahr distalen Radiusfrakturen, also diese Speichenbrüche, die sind einfach sehr, sehr, sehr häufig. Und das liegt auch ein bisschen daran, diese demografischen Kurven haben gerade die Älteren unter Ihnen sicherlich schon häufig gesehen. Unsere Gesellschaft wird älter, die Älteren werden immer älter und das ist ja auch gut so. Aber im Vergleich dazu nimmt die Anzahl der Jüngeren halt relativ ab. Und die Zunahme der Älteren führt natürlich auch dazu, dass wir in den Krankenhäusern eine gewisse Zunahme von diesen Altersfrakturen sehen. Nicht so viele, wie wir eigentlich erwartet hätten, noch vor 10, 20 Jahren. Das liegt aber auch daran, dass die Menschen schon darauf reagieren. Denn die Menschen, auch die Älteren, sind viel länger
länger fit. Also bis ins hohe Alter, also man hat sich schon da quasi umgestellt. Der 80-Jährige von heute ist häufig noch in einem sehr, sehr fitten Zustand und erwartet auch noch, dass es die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre so weitergeht. Und da hat sich sicherlich ein bisschen was geändert, weil die Lebenserwartung halt nicht nur die Lebenserwartung gestiegen ist, sondern auch, sagen wir mal, die Leistungsfähigkeit und die Denkfähigkeit der Patienten und der Mitmenschen. So, wenn es denn aber dann zum Knochenbruch kommt, muss man immer alles operieren? Nee, konservativ geht vieles, also konservativ heißt ohne Operation, Gipsschiene oder andere konservative Therapien. Das geht häufig, wie hier umkringelt bei den oberen Extremitäten, wenn man sich einen Speichenbruch, also eine Handgelenksfraktur zuzieht oder auch so eine Oberarmfraktur, dann ist das in der oberen Extremität ja häufig ohne Einschränkung der Mobilität. Sie können ja trotzdem noch gehen, solange die Beine fit sind. Es sind das Verletzungen in diesem oberen Bereich, die man gerne auch ohne Operation behandeln können. Manchmal kann man sogar sagen, es ist eher die klassische Domäne der konservativen Therapie. Und da sollte man vielleicht doppelt überlegen, ob man hier wirklich operieren muss. Aber es kann auch sein, dass die konservative Therapie eben nicht das Richtige ist, weil konservativ bedeutet dann auch häufig Immobilisierung. Die sind halt nicht mehr so mobil. Sie kriegen Schienen, Unterarmgehstützen etc. pp. Und das sorgt dafür, dass sie ans Bett gebunden sind oder ein höheres Thromboserisiko haben. Gerade die sehr Gebrechlichen, die auch nicht die Schwierigkeiten haben, dann überhaupt sich an Unterarmgehstützen, also mit Krücken vorzubewegen oder auch nur an einem Rollator, die liegen sich dann wund im Bett und deswegen muss unser Ziel sein, das zu verhindern und die Patienten wieder auf die Beine zu bekommen. Und deswegen die klassische, und ich bin ja nun mal Chirurg geworden, also kann ich darüber auch besser reden, weil das ist ja das, was ich den ganzen Tag mache. Operationen von Gelenkfrakturen, langen Röhrenknochen, also das ist der Oberschenkelknochen oder auch der Unterschenkelknochen, Wirbelfrakturen, da wollen wir heute nicht drüber reden, aber dass man den Patienten einfach mit nach Möglichkeit geringem Arbeitsaufwand, also mit wenig Chirurgie und wenig Narkose, schnell wieder auf die Beine bekommt. Operationsverfahren, das heißt schon ein bisschen besonders im Alter, weil der Patient im Alter ja eine andere Knochenstruktur hat. Also der Knochen ist weicher. Man spricht dann von Osteoporose. Man möchte aber den Patienten noch schneller belasten können. Das heißt, der Knochen ist eigentlich weicher. Die Hinfälligkeit ist größer. Die Eigenschaft oder die Möglichkeit, dann unter dem Gehstützen, Rollator oder an sonstigen Gehhilfen zu gehen, ist eher eingeschränkter. Aber darum umso mehr muss man den Patienten so versorgen, dass er nach Möglichkeit nach dieser Operation sofort wieder drauftreten kann. Obwohl das Substrat, also die Materie, mit der man arbeitet, der Knochen eigentlich nicht mehr so fest ist wie in jüngeren Jahren. Und dann ist auch häufig die eingeschränkte Rehabilitationsfähigkeit gegeben, weil unsere Reha-Zentren in Deutschland sind häufig überfüllt. Also es gibt viele Patienten, die diesen Nutzen haben sollten, dass sie in eine Reha kommen, aber wir haben manchmal tatsächlich Schwierigkeiten, die Patienten frühzeitig so in die Reha zu bekommen. Denn unser Job als Unfallchirurg, Orthopäde ist relativ einfach. Die meisten Operationen sind nach ein, spätestens nach 2 Stunden erledigt. Aber danach, die Rehabilitation, die geht dann über Wochen und Monate. Und das ist wichtig, um nachher dann auch im mittelfristig, langfristig ein gutes Ergebnis für den Patienten zu erzielen. Denn unser dringendstes Ziel ist Vermeidung der Immobilisierung. Also, wer zu lange liegt, liegt für immer. Das gilt zu vermeiden. Das ist so unsere Quintessenz in der Unfallchirurgie. Das ist unser Ziel. Das muss verhindert werden. Und hier nochmal so ein bisschen schematisch dargestellt, die häufigsten Frakturen. Dazu gehört, wie hier unten dargestellt, ich kann das mal so mit dem Pointer machen, das sind diese hüftnahen Frakturen. Das sind die Speichenbrüche, das sind die häufigsten Frakturen des Menschen, gefolgt dann von diesen hüftnahen Frakturen. Und dann gibt es noch die Oberarmfrakturen, die Wirbelkörperfrakturen, die auch sehr, sehr häufig sind. Aber da kommen wir vielleicht dann mal in einem späteren Webinar dazu. Wir beginnen mal mit dem verflixten Speichenbruch, mit dem häufigsten Bruch des Menschen. Was ist das? Wie Sie es hier sehen, die Älteren oder die, die es schon mal erlebt haben, und das ist gar nicht so selten, dass sie es schon mal erlebt haben, sie stürzen drauf und dann macht es knack und dann sieht der Arm auch oder das Handgelenk dann ein bisschen deformiert aus, wie hier so klassisch dargestellt. Und schauen Sie sich das an, das passiert in Hamburg allein 15 bis 20 Mal.
15 bis 20 Mal. Können Sie einmal kurz drüber nachdenken? Das ist häufig. Hamburg ist eine große Stadt, aber 15 bis 20 Mal allein jeden Tag in Hamburg ist doch eine ganze Menge. Und das sind vorwiegend halt ältere Patienten, auch mal jüngere, gibt es so zwei Altersgipfel, aber häufig sind es die älteren Herrschaften, die dann hinfallen. Der letzte Reflex reicht noch aus, um sich abzustützen, aber der Knochen ist halt nicht mehr so stabil und bricht dann unter der Last des Sturzes. Und daran, so sieht es dann aus. Das ist so ein jugendlicher Knochen, also 30 Jahre. Schöner Striniger und schöner Kalksalzgehalt. Das ist dann eher so meiner, so mit 50 Jahren. Da sehen Sie schon, das wird ein bisschen poröser. Also der sieht nicht mehr ganz so dicht aus wie hier auf der linken Seite. Und so sieht es dann aus mit 70, 80 Jahren. Das wird dann immer durchsichtiger. Die Strukturen werden immer weniger. Und das führt zu einer verminderten Festigkeit des Knochens. Und obwohl der Sturz vielleicht derselbe ist wie 50 Jahre zuvor, führt er jetzt zum Knochenbruch, was vor 50 Jahren noch nicht zum Knochenbruch geführt hat. Und die Hinfälligkeit und die Abnahme der Schutzreflexe kann dann dazu führen, dass es eher zum Knochenbruch kommt als in jüngeren Jahren. Das ist so der klassische Mechanismus. Man versucht sich abzustürzen, man fällt, man stürzt, vielleicht mal wieder über die Teppichkante zu Hause. Dann stützt man sich ab mit dem Handgelenk in unterschiedlicher Stellung und je nachdem, wie das Handgelenk dann steht, kann man sich dann unterschiedliche Frakturtypen zuziehen, aber das wäre jetzt zu differenziert und die müssen dann in irgendeiner Art und Weise versorgt werden, nicht immer operativ, gerne auch mal mit einer Gipsschiene, aber versorgt werden müssen sie trotzdem. Wenn man es dann therapiert, wie gesagt, konservativ ist dann eher die Gipsschiene. Die muss man dann für 6 Wochen tragen, dann kann man schon seine Finger bewegen, aber die Gipsschiene muss getragen werden. Operativ hat manchmal den Vorteil, dass wenn es denn gut operiert ist, dass man das Handgelenk auch früher wieder bewegen kann, weil die Fraktur ist ja wieder eingerichtet, der Knochenbruch ist dann wieder so eingerichtet, wie er soll. Die Therapieverfahren sind dann unterschiedlich. Das hier ist zum Beispiel so ein Fixateur extern, den hat man so, sagen wir mal, bis vor 10 Jahren sehr häufig gemacht. Das ist dann ein bisschen weniger geworden, weil mittlerweile haben wir so andere Verfahren. In seltenen Fällen, wenn die Weichteile, also die Muskulatur und Haut es nicht besser zulassen, da kann man das noch machen oder bei besonderen Frakturtypen. Aber das ist so ein bisschen der Nachteil, wie Sie hier sehen, diese Schrauben, die da in den Knochen drin sitzen und den Knochen halten, die gucken ja quasi oben raus und müssen immer kräftig gepflegt werden, also desinfiziert werden, weil sonst kann es zu solchen Infekten kommen entlang der Schrauben und das ist natürlich nicht gut für denjenigen, der behandelt wird und auch für den Behandler nicht. Und deswegen gibt es neuere Verfahren. Hier nochmal so ein Bild, wie das im Fixateur ausbehandelt wird. Das ist der Knochenbruch, so steht es dann verschoben. So eine typische Extensionsverletzung, so nennt sich das. Dann ist hier im Röntgenbild, dann sieht man die Stangen, die da eingebracht werden und noch so ein paar Drähte. Und das ist schon nach 3 Monaten ausversorgt, alles wieder gut geheilt. Und der Patient hat von dieser Operation profitiert. Ist alles gut geworden. Ein anderer Bruch nochmal. Auch so ein bisschen, sehen Sie schon, ein bisschen krümeliger und schön verschoben. Also so gehört das nicht. Und das wird dann mit einer anderen Operation versorgt. Da geht man dann unten durch die Beugeseite, sagt er, von der Handgelenksseite, also von der Hohlhandseite. Macht man einen kleinen Schnitt. Hier sehen Sie die Sehnen, die ein bisschen zur Seite gelagert werden. Eigentlich relativ komplikationslos und dann wird das mit so einer Platte festgemacht. Und nachher im Röntgen sieht das dann so aus. Das muss nicht immer perfekt aussehen. Wichtig ist, dass die Länge wiederhergestellt wird und dass die Achse gut eingestellt ist, dass man die Hand wieder ordentlich bewegen kann in alle Richtungen und dass der Patient auch frühzeitig die Hand wieder benutzen kann und halt nicht so lange diese Schiene tragen muss, beziehungsweise dann auch keine Funktionsverluste im weiteren Verlauf hat. Dann kommen wir mal zur Hüfte, die verflixte Hüfte. Da gibt es ja unterschiedliche Aspekte. Einmal gibt es den Verschleiß der Hüfte und einmal gibt es den Bruch der Hüfte. Die Behandlungen sind manchmal gleich, aber manchmal sind sie auch gänzlich unterschiedlich. Deswegen versuche ich das mal jetzt ein bisschen aufzudröseln. Ich fange mal mit dem Verschleiß an. Verschleiß oder auch Arthrose genannt. Der Knorpel geht unter, das heißt irgendwann in diesem Bereich des Hüftgelenkes, das ist der Hüftkopf, das ist die Hüftpfanne und hier sehen Sie,
Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Der Hüftkopf ist auch nicht mehr richtig rund. Das ist jetzt schon so Osteophyten, nennen wir das, so Randanbauten. Der Gelenkspalt ist richtig aufgebraucht und das quietscht und knatscht und das tut vor allen Dingen weh. Nicht bei jedem. Also wir therapieren keine Röntgenbilder. Manchmal kommen Bilder auf den, sehen wir dann in unseren Frühbesprechungen, wo man denkt, der Patient muss doch mit diesen Bildern oder mit diesen Hüften unglaubliche Schmerzen haben. Ist nicht so. Manche haben schon mit Veränderungen, die nicht so gräuselig aussehen wie hier, viel größere Schmerzen und dann kann man dem Patienten eine Therapie empfehlen. Klassische Zeichen für so eine Coxarthrose, so nennt sich das, also die Hüftarthrose, ist der Leistenschmerz. Die Patienten zeigen dann auch mit dem Finger direkt auf die Leiste, dass es da am meisten wehtut. Das ist der klassische Schmerz. Und die Gehstrecke wird immer kürzer. Und manchmal kann man dann auch nachts nicht mehr auf der Hüfte liegen. Die Schmerzen werden immer größer. Irgendwann kann man auch nicht mehr 100 Meter schmerzfrei gehen, sondern dann ist die Gehstrecke schon so eingeschränkt, dass man quasi gar keinen Meter mehr ohne Schmerzen gehen kann. Und dann spätestens dann sollte man zum Arzt, zum Orthopäden und Unfallchirurgen gehen, der sich das mal anguckt und vielleicht kann einem ja geholfen werden. Dann gibt es den Bruch. Der Bruch ist was anderes. Hier sehen Sie so einen 86-jährigen Mann. Hier, das ist die Hüfte auf der anderen Seite. Hier sehen Sie nochmal diesen Gelenkspalt. Den kann man richtig sehen. Den konnten Sie ja vorher bei der Arthrose nicht sehen. Also Arthrose ist nicht sein Problem. Obwohl hier sieht man so ein bisschen Kalk. Also die quasi die Arthrose der Gefäße, also die laufen nicht mehr so ganz gut. Aber man sieht hier was anderes, da irgendwie sieht das komisch aus. Und um das wirklich darzustellen, sieht man nochmal hier im zweiten Bild, das ist der Knochenbruch. Der ist nicht großartig verschoben, würde sich aber verschieben, wenn der Patient jetzt weiter drauf rumläuft. Und das sind dann die unterschiedlichen Herangehensweisen. Das ist mal so dargestellt, das ist einmal eine 81-jährige Frau auf dieser Seite, auf der linken Seite. Und dann eine 76-jährige Frau mit einer Fraktur, ähnlichen Fraktur, auch einer Schenkelhalsfraktur auf der anderen Seite. Hier ist es gelungen, die Fraktur so einzurichten, wie sie es gehört. So steht das dann wieder richtig in der Achse. Man sieht hier nur noch so einen kleinen schmalen Saum der Fraktur. Und dann kann man das ohne eine Prothese einzubauen, mit so einem Schraubenstab oder Plattensystem dann festmachen. Da gibt es unterschiedliche Hersteller. Das hier funktioniert jetzt ganz gut. Und dann kann der Patient auch nach der Operation häufig sofort wieder voll drauftreten, sofern es denn hier wirklich anatomisch, also genauso wieder eingerichtet ist, wie es sich gehört. Und dann behält der Patient damit sein eigenes Gelenk und umgeht alle Komplikationen, die damit verbunden werden, wenn man ihm, wie hier auf der linken Seite dargestellt, so eine Prothese einbaut. Die Prothese, auch diese kann sofort belastet werden nach der Operation. Der Patient kann drauftreten, aber so eine Prothesen, so große Fremdkörper können sich infizieren, die können auch mal auskugeln. Also das Malheur, die Malesse mit einer Prothese ist im Regelfall immer größer, als wenn man das eigene Hüftgelenk erhält. Das gefällt mir an unserem Berufsbild besonders gut. Eigentlich gefällt mir der liebste Ausdruck ist mir der Wiederherstellungschirurg, also nicht so sehr der Orthopäde. Orthopäde heißt das gerade Kind, ist irgendwie auch ganz charmant, aber Unfallchirurg klingt irgendwie schon immer so ein bisschen blutig. Aber ein Wiederherstellungschirurg klingt doch irgendwie malerisch, eher wie so ein Architekt, der irgendwas wieder zusammenbaut. Dann gibt es aber noch andere Frakturen im Bereich der Hüfte, das sind die per- oder subtrochanteren Frakturen. Das sind nochmal hier so ein paar Bilder. Man sieht, die Fraktur läuft jetzt nicht mehr hier in diesem Schenkelhalsbereich, sondern einfach ein bisschen tiefer. Das ist die Trochanterregion. Auf Deutsch ist das hier der große Rollhügel und das ist der kleine Rollhügel und genau dazwischen laufen die Frakturen. Und die laufen ganz unterschiedlich. Im Grunde sind das alles die gleichen Frakturen, aber es sind sicherlich nicht dieselben Frakturen, weil das ist krümeliger und auseinandergeflogen und hier sieht es noch erbärmlicher aus. Und so muss man unterschiedliche Therapieoptionen wählen, um diese Patienten zu operieren. Aber das Schöne daran, an dieser Verletzung ist, man kann in allen Fällen, wie hier gezeigt, hier auch mit so einem Plattenschraubensystem oder hier mit so einem Nagel, man kann das Hüftgelenk erhalten. Und nach meinem Dafürhalten, streite mich da ab und zu mit meinen Kollegen, ist das die erfolgreichste unfallchirurgische Operation. Das heißt, sie ziehen sich diese Fraktur zu, sie werden mit so einem Nagelsystem wie hier oder Nagelschraubensystem versorgt, dürfen am nächsten Tag wieder aufstehen, voll belasten. Die Operation dauert irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten, wird über kleine Schnitte durchgeführt und im Regelfall sind die Patienten sehr zufrieden. Die Operation ist nicht das Problem. Das Problem ist
der Grund, warum sie gekommen sind, ihre Hinfälligkeit. Die Fraktur ist mehr oder weniger nur das Symptom. Deswegen muss man versuchen, den Sturz zu verhindern. Und das macht man anders. Die Operation, ich mache das ja gerne, aber noch lieber sind sie mir, wenn sie nicht zu mir kommen müssen, weil sie sich den Knochen gebrochen haben. Zusammenfassend kann ich jetzt sagen, die operative Therapie der Patienten mit diesen Verletzungen ist oft anders als bei den jüngeren Patienten, weil der Knochen anders ist, eine andere Qualität hat und muss auch anders behandelt werden. Die Operationstechniken, die vorliegenden und die es mittlerweile gibt, sind da sehr, sehr schonend und gehen auch in relativ überschaubarer Zeit. Aber wie gesagt, das ist nicht das eigentliche Problem. Wichtig ist das Ziel, dass man sie frühzeitig wieder auf die Beine kriegt und frühzeitig wieder nach Hause und in die Eigenständigkeit bekommt. Weil die Eigenständigkeit zu verlieren ist, glaube ich, das Schlimmere an unserem menschlichen Schicksal. Die möchte man eigentlich so gerne und so lange, wie es geht, behalten. Und das wichtigste Ziel ist bei aller Liebe zur Chirurgie, bei meiner Liebe zur Chirurgie, die Vermeidung von Frakturen durch Sturzprophylaxe und die Behandlung von einer Osteoporose. Also lassen Sie sich zwischendurch mal checken, wenn Sie den Verdacht darauf haben, dass Ihr Knochen vielleicht nicht mehr ganz so stark ist, wie er eigentlich sein sollte. Lassen Sie sich mal messen. Da gibt es so eine Knochendichtemessung, die kann man beim Orthopäden durchführen lassen oder manchmal auch beim Hausarzt, beim Osteologen sowieso. Das ist so eine Spezialbezeichnung, die sich damit sehr gut auskennen. Und was wichtig ist, Sturzprophylaxe. Bleiben Sie mobil. Also machen Sie nicht den Fehler, dass Sie merken, ja, ich werde ja immer, sagen wir mal, schlechter auf den Beinen. Ich bleibe jetzt nur noch sitzen und komme immer seltener hoch, weil in dem Moment, wo Sie die Beweglichkeit, die Mobilität aufgeben, wird das mit dem Stürzen und mit dem Sturzrisiko eher schlechter. Deswegen bleiben Sie fit und beweglich. Was ist die beste Möglichkeit, um solche Risiken im Alter entgegenzuwirken? Oh ja, ich habe versucht, das klarzustellen. Also diese Sturzprophylaxe, die Stolperfallen sozusagen aus dem Weg räumen. Zusehen, dass Ihr Knochen stabil bleibt. Osteoporose-Prophylaxe, also Vitamin D. Wir sind in Hamburg, sind wir eigentlich nicht so sonnenverwöhnt, im Regelfall wie die letzten 2 Jahre. Aber es hängt ja auch immer vom Hauttyp ab. Ich bin jetzt auch nicht einer so ein Sonnenanbeter. Aber Vitamin D kann man quasi kaum überdosieren. Und das ist ein Präparat, das sollten Sie sich ab einem gewissen Alter und vor allen Dingen, wenn Sie dazu neigen und auch andere Risikofaktoren haben, lassen Sie sich da von Ihrem Hausarzt beraten, kann man das gut medizieren oder als verschreiben. Essen Sie ausreichend Milchprodukte bzw. nehmen Sie ausreichend Kalzium zu sich. Und wenn dann die Knochendichte so nicht herzustellen ist, dann müssen Sie halt wirklich zum Fachmann, Orthopäden, Osteologen, der sich einmal um Ihre Osteoporose kümmert, um zu vermeiden, dass sie solche Frakturen erleiden. Ja, das habe ich versucht anzusprechen. Das Vitamin D ist wichtig im Knochenstoffwechsel. Und wie gesagt, wenn wir oder wenn Sie sich nicht so gern der Sonne aussetzen, und wir in Hamburg sind ja auch der Sonne eigentlich nicht so verwöhnt, wie gesagt, schon in den letzten 2 Jahren war das sicherlich ein bisschen anders, dann ist Vitamin D für den Knochenstoffwechsel wichtig und essentiell und Sie sollten dafür sorgen, dass Sie ausreichend davon erhalten. Entweder durch Sonnenexposition, wenn Sie den entsprechenden Hauttyp aufweisen, oder durch zusätzliche Einnahme von Vitamin D-Präparaten, die Ihnen auch gerne Ihr Hausarzt verschreiben kann. Dann, wie sieht eine Osteoporose-Behandlung aus? Da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Also Vitamin D steht im Mittelpunkt. Und wenn das nicht ausreichend ist, dann gibt es unterschiedliche Medikamente, beziehungsweise abhängig von der Ursache für Osteoporose ist es nicht immer nur die Unterversorgung mit Kalzium und Vitamin D. Manchmal gibt es auch andere, also eine langjährige Kortisontherapie etc. pp. Aber das muss dann der Osteologe abklären und wirklich herausfinden, was ist denn die Ursache für Ihre Osteoporose. Im Regelfall ist es kombiniert mit einem Vitamin D-Mangel, den man gut supplementieren kann bzw. ausgleichen kann durch entsprechende Einnahme von Medikamenten. Ist Cola trinken schädlich, lese ich hier gerade. Ist Cola, das könnte, ich weiß jetzt nicht, wenn es meine Kinder sind, als Pseudonym würde ich sagen, ja, Cola trinken ist nicht gut. Viel zu viel Zucker, also diese normale Cola, viel zu viel Zucker und gibt auch nur Schlafstörungen. Ansonsten möchte ich mich zu diesem Thema nicht weiter auslassen, weil sonst gibt es Schwierigkeiten mit der Industrie. Aber ich kann Ihnen versichern,
Coca-Cola ist nicht, oder auch Pepsi-Cola oder sämtliche andere Cola-Sorten sind sicherlich nicht, gehören nicht zu den gesündesten Drinks oder Softdrinks, die man zu sich nehmen kann. Mein Schwiegervater erwähnt, dass Weintrinken wesentlich gesünder ist in Maßen. Ja, wir haben eine Sprechstunde. Ist einmal die Frage gestellt worden, ob wir eine Sprechstunde durchführen für Patienten. Ja, sicher. Ich selbst zweimal die Woche, meine Kollegen oder meine Oberärzte, so, dass wir jeden Tag eine Sprechstunde anbieten. Also wenn Sie da eine Einweisung mitbringen von dem niedergelassenen Kollegen, weil viele Dinge kann natürlich der niedergelassene Orthopäde respektive Unfallchirurg auch im niedergelassenen Bereich erledigen. Dafür muss man nicht dringend ins Krankenhaus. Aber wenn es darüber hinaus Fragen gibt oder es gibt schon einen Grund dafür, dass man vielleicht operativ tätig werden muss, dann sind Sie sicherlich hier gut aufgehoben. Dann wurde nochmal eine Frage gestellt zu der Krankengymnastik. Krankengymnastik ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube sogar so wichtig, nicht nur in der Nachbehandlung, nachdem man schon operiert worden ist oder in irgendeiner Art und Weise behandelt worden ist, also nach dem Knochenbruch. Ich glaube, die Krankengymnastik ist vor allen Dingen auch wichtig für die Prophylaxe. Also verhindern Sie, dass Sie immobil werden. Und wird vielleicht nicht von jedermann gern gehört, aber vielleicht muss man auch auf die umdenken und auf die eine oder andere Hochseefahrt, Luxuskreuzerfahrt, nicht nur Corona-bedingt, sondern generell verzichten und tatsächlich auch mal ein bisschen mehr in seine eigene Gesundheit investieren. Treten Sie im Sportverein bei, kostet meistens ja auch nicht viel, gehen Sie ins Fitnessstudio, lassen sich da richtig beraten von Trainern etc. pp. Es gibt auch schon so Selbsthilfegruppen, die einen dabei unterstützen. Da trifft man sich dann halt im Park und dann werden da, ich sage mal in Anführungsstrichen, irgendwelche Turnübungen gemacht, die dafür sorgen, dass sie einfach fit bleiben. Leichtathletik, auch der Deutsche Leichtathletikverband bietet das an bis ins hohe Alter. Sie können dann so, das heißt zwar nicht mehr Bundesjugendspiele, aber es gibt auch da noch Urkunden, die man auch bis ins hohe Alter erstreiten kann und auf die Art und Weise ist es sicherlich dienlich, fit zu bleiben. Schwimmen, Radfahren. Wir haben so viele Freibäder, Hallenbäder in Hamburg, unabhängig von Corona. Sobald das wieder richtig frei und zugänglich ist, nutzen Sie das einfach. Bleiben Sie fit, bewegen Sie sich. Zu Hause auf dem Sofa und Fernseher ist nett, aber sollte in der Regelfall die Ausnahme sein und nur zur Erholung, nachdem Sie vorher Ihr Sportprogramm gemacht haben. Ja. Das mit der Indikation, wann eine Hüftprothese bei Verschleiß notwendig ist, ist jetzt hier noch so eine Frage. Also ich sage es den Patienten immer so, eine Prothese ist dann notwendig, wenn sie sich in ihrer Lebensqualität so eingeschränkt fühlen, dass sie anderweitig nicht mehr zurechtkommen. Also wenn sie sich in ihrer Lebensqualität so eingeschränkt fühlen, dass sie Schmerzen in ihrer Hüfte, der Orthopäde Unfallchirurg sollte bestätigen, dass es auch tatsächlich die Arthrose ist und nicht noch was anderes da mitspielt. Aber wenn Ihre Beschwerden so sind, dass Sie sagen, so fühle ich mich nicht mehr wohl, so bin ich in meiner Lebensqualität so eingeschränkt, wie ich es nicht möchte, dann ist die Implantation einer Hüftendoprothese, einer Hüftprothese bei Arthrose die wahrscheinlich erfolgreichste orthopädische Operation. Die Patienten sind direkt nach der Operation, die sagen wir mal, irgendwas um 1 Stunde, 1,5 Stunden dauert, je nachdem, manchmal auch weniger, manchmal ein bisschen länger. Aber nach 1, 2 Stunden ist es auf jeden Fall vorbei. Direkt nach der Operation sind die Schmerzen, die sie zur Operation getrieben haben, vorbei. Dann gibt es noch ein bisschen Wundschmerz, aber dafür gibt es dann Schmerztabletten etc. pp. Aber im Regelfall kann man innerhalb der ersten Woche dann mit der Reha beginnen. Und dann sind sie nach 4, 5, 6 Wochen eigentlich schon wieder so gut zu Fuß, dass sie. Und das tun tatsächlich die meisten Patienten, sich selbst zu gratulieren, dass sie sich dazu entschlossen haben, diese Schmerzen, zu vermeiden, indem sie sich so eine Prothese haben einbauen lassen. Das ist nicht bei jeder Operation und ich bin sicherlich nicht irgendwie ein Marktschreier oder ein Verkäufer für diesen Eingriff, aber für die Patienten, die tatsächlich eine Arthrose haben, die Schmerzen macht an der Hüfte, ist das eine sehr erfolgreiche Operation. Und wenn Sie noch 10 Kilometer gehen können, ohne wesentlichen Schmerzen in der Hüfte, dann brauchen Sie keine Hüfte, lese ich gerade. Also 10 Kilometer
Ich jogge ab und zu am Wochenende nach 10 Kilometer, da quiekt es dann auch schon mal hier und da. Aber eine Prothese gibt es da, also die sehe ich bei mir jetzt noch nicht. Das würde ich Ihnen auch nicht vorschlagen. Das ist schwierig. Ich habe ja jetzt auch schon, das ist eine Veränderung. Ich komme eigentlich vom Lande. Da war es eigentlich üblich, wenn Bauer Poppe nicht mehr so richtig auf den Beinen war, mit 70 nicht mehr auf dem Trecker konnte, dann hat er halt auf der Bank gesessen den ganzen Tag und die Hühner gefüttert, so aus der Hand rausgeworfen. Dann die Indikation, also der Grund, ihm da eine Hüftprothese einzubauen aufgrund seiner verschlissenen Knochen oder noch andere Prothesen, die wurde da relativ selten gestellt. Heute ist der Anspruch der Älteren ja eher höher. Die möchten länger im höheren Alter auch beweglich bleiben. Und dann stellt sich schon eher die Frage, Mensch, das quietscht aber und tut weh, macht gar keinen Spaß mehr. Ich leide darunter unter meiner Bewegungseinschränkung. Ich möchte mich ja bewegen. Das ist die eine Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wenn man verhindern will, dass man diese Bewegungseinschränkungen bekommt, dann ist die Bewegung das Beste. Die Arthrose, gerade in den Frühphasen der Arthrose, ist es der Teufel, dann auf die Bewegung zu verzichten, zu sagen, nein, ich habe jetzt Schmerzen, ich bewege mich nicht. Stärken Sie Ihre Muskulatur, stärken Sie Ihre Hüftmuskulatur, stärken Sie die Muskulatur um die Gelenke herum und Sie können häufig vermeiden, dass die Schmerzen zunehmen, die Schmerzen bleiben erträglich oder im Rahmen und Sie müssen noch lange nicht zum Arzt und sich eine Prothese einbauen lassen. Aber der Teufel steckt darin, in dem Moment, wo man aufgibt und sagt, nee, ich bewege mich immer weniger, dann haben Sie quasi den Kampf gegen die Prothese schon fast verloren. Oder den Kampf gegen die Bewegungseinschränkung, Bewegungslosigkeit. Versuchen Sie das zu vermeiden. Und wie gesagt, Bewegung, es gibt ja Studien darüber, die sagen, es hilft, dass man sich einen Hund kauft, dass man mit dem Hund Gassi geht. Sie sollten auf jeden Fall noch so beweglich sein, dass Sie nicht über den Hund stolpern oder über die Hundeleine. Das macht natürlich dann keinen Sinn. Aber einen Grund zu finden, einfach rauszugehen an die frische Luft und nicht zu sagen, oh, es gibt da draußen drei Regentropfen, da bleibe ich doch mal lieber im Haus. Und am Tag zuvor, oh, da ist mir die Sonne zu scheiße, es ist mir zu warm draußen, bleibe ich auch zu Hause. Es gibt ja immer gute Gründe, sich nicht zu bewegen, aber es gibt auch verdammt gute Gründe, sich zu bewegen. Und dann gibt es ja auch die zwei unterschiedlichen Typen, die einen, diese Bewegungsmonster, und dann gibt es die, die einfach dazu neigen, ja, ich bleibe mal lieber sitzen. Da muss man sich natürlich entscheiden und da muss man auch den einen oder anderen Preis dafür bezahlen, wie man denn sein Leben vorher geführt hat. Und wenn man lange beweglich sein will, bis ins hohe Alter, dann sollte man ein bisschen was für die Gesundheit tun und dazu gehört halt auch Bewegung. Also bleiben Sie fit und bewegen sich. Und wenn es dann mit der Fitness nicht mehr so, das ist ja manchmal auch schicksalshaft, also nicht jeder ist ja, wir sind ja nicht genetisch alle gleich, der eine hat so schöne rote Haare wie ich und der andere hat schwarze Haare oder was auch immer. So also unterscheiden wir uns auch in unseren Knochen, in unserem Bewegungsverhalten und auch in unserer Hinfälligkeit. Wir sind halt sehr individuell. Und wenn es bei Ihnen dann nicht so gut klappt und Sie sagen, nee, ich möchte aber beweglich bleiben, dann, wie gesagt, kann es nie schaden, mal einen Arzt aufzusuchen oder einen Experten halt in diesem Bereich der Bewegungsorgane, der Ihnen dann auch mal einen Tipp geben kann, wie es weitergehen kann oder wie es besser gehen kann. Wenn Ihnen einer gleich beim Reingehen in die Praxis gleich empfiehlt, ich operiere Sie morgen, da sollten Sie eher skeptisch sein und so sagen, okay, da hole ich mir vielleicht noch mal eine zweite Meinung ein, auch dafür können Sie gerne bei uns vorbeikommen, dann schaue ich mir das an und dann sage ich Ihnen so meinen Rat. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber ich werde Ihnen dann meine Einschätzung der Situation geben und ich versuche möglichst immer wahrheitsgetreu die entsprechenden Empfehlungen auszusprechen. So, haben wir noch eine Frage? Ne? Keine weiteren Fragen? Dann, meine Damen und Herren, verabschiede ich mich, bedanke mich bei allen, die zugehört haben, für ihre Geduld und Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.